November lässt grüßen. Die Bewegungen sind langsam und teilweise nervig, insgesamt longlastig. Du musst wissen, von wo aus darfst du aber im Markt weiterhin investieren, wenn du noch nicht im Long drin bist, was mich sehr wundern würde. Darüber reden wir gleich. So, meine Lieben, die Nachrichten da draußen sind weiterhin schlimm, aber so wie ich zumindest mal hier und da mitbekomme, aber wie ihr merkt, die Börse interessiert ja gar nicht. Also geht Friede, Freude, Eierkuchen einfach mal nach oben und das ist auch November und ja, gar keine, ehrlich gesagt, gar keine Überraschung im Moment im Markt. Es würde mich echt interessieren, habe ich ja auch gesagt, es würde mich wundern, nicht interessieren, sondern wundern, wenn dieser November anders wäre. So, wir gehen als Börsianer immer nach unserem festen Regelwerk, nicht wahr? Also da, wo das unten ist, long, und dann können wir in Ruhe den Markt anschauen. Wir haben in der letzten Woche über die erste Korrekturbereich gesprochen, was das letzte Sonntag in den oberen Bereich war, und wir haben über einen weiteren Long-Möglichkeiten auch geredet, was ich in den kleinen Charts, weil das hier dann ehrlich gesagt ein bisschen klein wieder geworden ist, zeigen würde. Wir haben letzten Sonntag von hier oben, wo wir am Freitag geschlossen haben, gesprochen, dass es eine Korrektur stattfinden von 15.170 bis maximal 15.070 sollte der Markt korrigieren, und dann es gibt einen weiteren Long Chance, wenn der Markt hier schon nicht einen riesen Impuls bildet. Impuls hat er ja nicht gebildet, denn wenn du ein bisschen den Chart lesen gelernt hast, zumindest mal den Impuls verstehst, was ein Impuls insgesamt ist, worüber ich rede, zumindest mal, dann weißt du, dass es hier keinen Impulse gebildet hat, sondern eine impulsive Korrektur teilweise, wenn du den Markt nur in Details angeschaut hast. So, dieser Korrekturbereich hat der DAX wunderbar erreicht und hat es von da aus auch ein neues hochgebildet, bis haben wir darüber letzte Woche ganz klar besprochen, 15.440, 15.500. Das sind so diese minimalen Bereichen, die der Markt erreicht. Sorry wegen die 10 Punkte, der das nicht erreicht hat, also dann Korrektur gegeben hat. Also naja, das ist zumindest mal die Bereichen, die er durfte. Gut, ich habe selbstverständlich, dazu haben wir ja Instagram, nicht wahr? Also ich bin irgendwie mit euch verbunden, um euch dann direkt auch ein bisschen vorher oder kurz davor zu sagen, denn als der Markt hier oben angekommen ist oder nah davor angekommen ist, habe ich gesagt, dass ich diesen Short, die ich hier zumindest, einen Long, die ich hier Gas gegeben habe, und nach oben glatt gestellt habe und den gesamte Position abgesichert habe. Welche gesamte Position? Positionen, die von hierhin weiterhin brav laufen. Du hast mich gefragt, du mehrere. Also, wenn du nicht meine Absolventen bist, Nasila, wie hast du das gehandelt? Diese Position war hier abgesichert. Abgesichert bedeutet es, dass ich mit einer Hedge-Position und einem Stopp regulieren kann. Stopp war, so wie ich erklärt habe, durfte er nicht mehr unter die 15,70. Und hier, weil für mich die Wahrscheinlichkeit hier und vor allem sehr gigantisch für eine Korrektur schien, dann habe ich diesen Bereichen einfach mal wunderbar zu einer enormen Short-Position genommen. Das heißt, die kurzfristige Short-Position ist allein bis 15.170 natürlich ordentlich Gewinn abgesichert, Gewinn mitgenommen, und schon musste eigentlich mein Long gar nicht mehr leiden. So, in diesem Bereich habe ich geguckt, ob ich einen Long dazu nehmen kann und darf, und das hat sich zweimal hier wunderbar gezeigt. Vor allem dann hier war es ziemlich
sicher, dass der Markt nicht mehr nach unten, denn also hier war es auch nicht viel, viel schlimmer als der, weil das wirklich einen langsamer, wirklich Leiden nach unten war. Aber dennoch, hier war es eine zweite Möglichkeit für diejenigen. Auf jeden Fall könnte man diesen Bewegung ordentlich mitnehmen. Zweimal Absicherung, einmal hier nochmal und dann zum Schluss habe ich die Position glattgestellt, weil für mich dann in der Bereich kam, wo wir gesprochen haben. Einen Short habe ich hier genommen, habe ich euch auch nochmal in Instagram definitiv meine Kontoauszug gezeigt. Falls ihr Instagram nicht habt, könnt ihr ja hier schauen unter und nur den hier und mit blau Haken ist das hier meinen richtigen plus den Fibonacci Code Academy natürlich, der für meinen Absolventen ist. Unter dem Video sind auch verlinkt. Kannst du nur nehmen, dass du nicht in Maul von irgendwelche Gauner landest. So, auf jeden Fall, ich sage dort, sobald meine Hände irgendwie frei sind und nehme ich zumindest mal die Zeit, um euch mitzuteilen, was ich gerade getan habe. Also meine Position hier in diesem Bereich glattgestellt, hier auch noch abgesichert. Abgesichert habe ich müssen, wenn ich meinen Long-Position noch behalten will, genauso wie hier nochmal. Das heißt, ich habe diesen Long-Position ehrlich gesagt gar nicht mal großartig anfassen müssen, indem ich hier Gas gegeben habe und an diesem Bereich noch einmal einen Short dagegen genommen habe. Und den Short habe ich genau an diesem Bereich euch geschrieben. Jetzt wird das Ding abgesichert. Warum? Weil nach wie vor November ist, weil nach wie vor die schlimmen Nachrichten draußen beflügeln anscheinend ja die Börse. Also ihr glaubt ja an solche Blödsinn, ich nicht. Also, na, es ist November, es ist einfach mal der Kurs darf nach oben gehen, von dem Trend aus darf er ordentlich auch nach oben gehen. Mal schauen, ob das auch nochmal schafft. Allerdings muss im DAX zumindest mal über die Trends schaffen. Das wird nicht einfach, das zeige ich jetzt nochmal in großem Bild. Dennoch, Position. Hab euch ja zum Absicherung eurer Positionen eingeladen. Positionen mitnehmen, eine Short-Position. Wenn ihr gemacht habt mit Hirn, dann bitteschön auch nochmal jetzt absichern. Gewinne rausziehen kann nicht mehr passieren. In November gegen den Markt geschortet, muss man Plan haben, Checkliste haben und ganz klare Gewinnmitnahme auch haben. Möglich ist das, wie ihr seht, aber es ist wichtig, dass du Gewinne mitnimmst und auch nochmal diese Position darf für dich kostenlos sein. So, ich sag's mal nachher, was die anderen angeblich machen. Das ist ziemlich schlimm, finde ich zumindest mal, ohne Hirn und Verstand einfach mal zu shorten. So, wir haben, wie gesagt, in diesem Bereich, also letzten Sonntag von hier gesprochen, der Korrektur darf bis mindestens 15,71, darf nicht unter den 15,70, das hat er nicht geschafft, wie gesagt, weil das so müde war. Und diesen grünen Bereich habe ich als der erste wieder Hürde genommen. Und diesen grünen Bereich war da, wo man mit der Checkliste schön mal shorten konnte, aber der Markt hat, wie ihr seht, letzte Woche, dem Video gucken, diese Linien sind unverändert. Also es hat sich direkt auf 15.230 gesessen. Also für mich war Gewinn mitnehmen, nach meinem Checkliste zumindest mal, hat die Mindestkorrektur erstmal gemacht, ziemlich sich Zeit gelassen, aber trotzdem war handelbar. So, jetzt wird es am nächste Woche ganz wichtig. Also, der DAXI ist eine ziemlich klare Geschichte von genauso wie der von Freitagabend bis zum Maximalbereich 15.400, 15.450, 470 bzw. 15.5. Darüber, meine Lieben, muss gehen, muss bleiben, dass er ein bisschen mehr Flügel kriegt. Flügel ein bisschen mehr bis zum Trend. Also maximale Trend ist hier bis 15,7. Also so
Ohne weiteres kann Daxi erstmal nicht, außer wirklich ordentlich hier diesen Impuls also nacharbeiten will. Ansonsten wird es hier, wie ich vor zwei Videos gesagt habe, als wir hier unten waren, ja, nach oben, aber der hat sich Nest gebaut nach oben. Also das muss erst einmal ein bisschen schaffen, darüber zu gehen. Also bleiben wir nach wie vor an diesen Stellen, wo wir letzte Woche damit zu tun gehabt haben und dann haben wir besprochen, bleibt für mich unverändert, wirklich unverändert unten 15,170, 15,70, darunter wird mal gefährlich. So, Punkt aus, nach oben, wie gesagt, diesen grünen Bereich bis 15,5 und dann müssen wir Vollgas geben für nach oben gehend und nach oben bleiben. Okay? Und dann darf das auf jeden Fall den Trend nochmal antesten und ja, ich bin echt gespannt. So, auf jeden Fall diejenigen, die Long-Positionen haben, schauen Sie sich entspannt die Situationen an. Wenn du gelernt hast oder hier das Video von letzte Woche gehört hast, dann ja, wusstest du auch, wo die Chancen für einen Nachkauf ist. Und genau möchte ich darüber genauso reden. Ich habe ein paar Nachrichten in Instagram bekommen. Ich bin im Nasdaq Short bei 14.900. Ich bin im Nasdaq Short in sowieso. Also, hattest du Plan, ja oder nein? Weil ich habe im Nasdaq, ehrlich gesagt, bei einer doppelten Mauer von 15.370 bis 15.470 gesprochen. Also, erste Hürden nach oben. Ich habe keine Hürden mehr gesehen, nachdem der Nasdaq über die 14.7 14,9 mit Gap hat er sich. Ich gehe gleich auf den Chart. Aber ohne klaren Plan in einem November gegen den Markt zu handeln, das zeigt mir, du hast weder Plan noch Checkliste, noch gar nichts, noch gar keinen Respekt sogar zu dem Markt. Und warum, ehrlich gesagt, warum tust du dir das an? Ich frage mich, warum? Muss es sein, dass das in ein langfristiger Markt dann einfach ohne Plan und Checkliste einfach mal shortest? Ja, dann wird es leider Gottes echt wehtun. Okay? So. Mach das nicht. Wenn du machst, dann zumindest mal Plan haben. Wenn du machst, und ich gehe ganz kurz auf dem Nasdaq jetzt, dass ihr versteht, was ich meine. Short, long ist klar. So, das haben wir gesprochen, das haben wir genau besprochen und 100-mal besprochen. So, das Ding geht mit einem Impuls hier durch, mit einem kleinen Gäppchen geht das sogar auch drüber. Also macht er, hier sieht man nicht, weil der Kurs ist zusammengebunden, aber dann war ja eigentlich in der Kassakurs ein Gap da drin. So, dann setzt er sich auf 14.900 und schießt über die 15.150. Einzige Mauer, die er hält, ist der doppelte Mauer gewesen. So, von mir aus, willst du shorten hier, dann mach mal. So, siehst du aber, dass der Markt dann, also was musst du machen? Dann musst du unter den Ding gehen. Das heißt, wenn du shortest, dann muss der Markt dahin sich bewegen. Was hat der Markt gemacht? Ehrlich gesagt, seitdem begonnen hat diesen Long-Einstieg, für mich persönlich gab es nur einzige Moment, der ganz klar Short musste ich machen, musste ich meine Position absichern, war genau diesen Bereich und sonst nichts. Das heißt, meine Position Long ist von unten einmal hier abgesichert worden und sonst ehrlich gesagt gar nicht mehr. So, ich habe diese Position, der ist gelaufen, bis du mal deinen Stopp und deine Verwaltung nach unserer Sprache, zumindest mal meine Absolventen und ich, Verwaltung gekommen sind, um Positionen den Stopp abzusichern. Weil der ist eigentlich ein Short, der gegen den absichern soll. Also der muss dann darf auch keine Verluste bringen. So, deswegen geht man ja auch dann
dass es halt die Wahrscheinlichkeit verdammt groß ist. Gut, das hat er auch gemacht und wie ihr seht, der nächste Tag eigentlich, ja, der war bullig, immer, er ist immer noch bullig. Ab diesem Bereich ist er bullig, über die 15.100 ist bullig. Es ist die ganze Zeit, ehrlich gesagt, nicht wirklich bärisch, außer, in Nasdaq, der kann erstens die Bereiche den Kurs anhalten, kann, sagen wir mal so, Freitagabend war eine Übertreibung im Markt, okay? Dann wird er Montagmorgen mit einem Gap Down oder korrigieren. Solange das Ding nicht, also da drunter gekommen ist, das ist dann zumindest mal wieder ein Zeichen dafür. Also wenn das genau das macht, unter den halt wieder ein Zeichen davon, dass er eine Korrektur geben will. Aber solange nicht unter 15.150 sich stabilisiert und ordentlich zumindest mal den Zeichen gibt, dass er den halten möchte, dann wird es nach unten erstmal nichts passieren. Okay? Das heißt, er kann zeitlang hier auch nochmal seitwärts laufen. Ich sag's ja, November lässt grüßen. Okay? Nun, ab jetzt wisst ihr, genauso wie letzte Woche unter 15.470, 15.370, das ist eine Bestätigung, das muss Position abgehasht sein. Für mich darf Nasdaq aber bis 15.97, 15.39 auch gehen. Es ist immer noch nichts passiert. Nasdaq ist nicht DAX. DAX ist es ein bisschen anders. Das heißt, der darf noch hier noch einmal antesten. Und zwar ganz genau diesen ersten Bereich der Roten. Der darf das immer noch antesten. Und es ist immer noch nicht der Markt. Hurra, hurra, ganz bullig. Wobei, wie gesagt, bullig war hier. Wenn schon long, hier, denn long geht man nicht einfach jetzt, weil CRV ist ziemlich blöd. Wenn du hier einfach long gehst, musst du deinen Stopp unter die 15.150 setzen. Punkt aus. In den Swing ohne Problem kommst du nicht mehr so rein. Und das ist relativ risikoreich momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der kann ordentlich in der Seitwärts laufen und von mir aus Ende November dann anfangen, innerhalb von kurzer Zeit dann wieder ordentlich korrigieren. Also hier ist auf jeden Fall Long, sorry, kann ich nicht empfehlen, wenn du erst reingehen möchtest. Also Nasdaq kann nur Stopp nachgezogen werden, kann nur im Bereich von 15.600 bis 15.800 nur geschaut werden. Oder wenn der hier nochmal unter diesen Bereich fällt und dann ist das eine Pflicht, dass man machen muss. Okay, nochmal zum DAX, ganz wichtig für mich, was der DAX, ich gehe mal nochmal einen schalte einmal klein. Diesen Bereich, was er angehalten hat, so wie wir gesprochen haben, ist, wie gesagt, zumindest mal für diejenigen, die eine Short-Position mitgenommen haben, eine Gewinnmitnahme, eine Gewinnsicherung, es ist ja auch Wochenende gewesen und so weiter, hat sich angeboten, habe ich euch angekündigt gehabt. Gut, wunderbar. Jetzt für die Longies. Ab hier müsst ihr genauso auch sicher eure Positionen beachten. Das bedeutet, wenn ihr immer noch von hier long seid, zwei mögliche zumindest mal Gefahrzeichen. Die erste und der zweite ist im Bereich 15.230 bis 15.2. Diesen beiden Bereichen, also erstmal hier und da, die werden Alarm im DAX nochmal zum erneut geben. Ansonsten, DAXI darf immer noch
bis 15,54, 15,5 nach wie vor gehen, ohne großen Problem. Okay, ich hoffe, das habe ich zumindest mal hier klargestellt und ihr habt auch ordentlich mitgeschrieben. Hoffentlich, wenn im November, also ich sage es zumindest mal immer wieder meinen Absolventen, im November ist keiner dran gestorben, wenn er wirklich weniger tradet. Ich gehe normalerweise im November in Urlaub, nur dieses Jahr ist für mich kein Urlaub möglich, aber aus gegebenen Gründen, wisst ihr ja. Aber normalerweise ist November kein Monat, den man hier sehr, sehr, sehr aktiv tradet. Normale Profis machen das nicht. Anfänger handeln genau viel, wenn die Profis wenig machen. Bitte lasst das, weil die Bewegungen nervig sind, die Korrekturen nervig sind und der Markt insgesamt longlastig ist. Ich habe den Beweis euch dann hier genügend geliefert. Nach wie vor besteht der Kinder in Not Aktion, meine Lieben. Kinder in Not Aktion ist dieser Monat, die Erlöse geht an Kinder in Not, falls irgendjemand möchte, Bock hat, die Ausbildung anzufangen, kannst du dich melden. Noch einmal, ich danke euch wirklich von Herzen für euren Feedback. Ich danke euch, dass ihr euch so in der Liste eingetragen habt. Aber eine Frage möchte ich jetzt ganz kurz hier erklärt haben. Wir können nicht mit allen Leuten, die sich bewerben, zusammenarbeiten. Es wird nicht passieren. Wir können das nicht. Wir wollen das auch nicht. Wir wollen hier kein Carwash und Webinar, eine Massenveranstaltung haben. Also, es ist auf keinen Fall für uns machbar, auch wenn ich da drin ordentliche Coaches habe. Wir wollen Erfolg produzieren. Daher sehr aufwendig wird im Erstgespräch alles abgefragt. Es wird im Erstgespräch genau über deine Strategie gesprochen. Wenn du reinkommen möchtest, bitte, bitte überleg dir ganz genau, wozu willst du, warum, was willst du mit Trading und Investment eigentlich in deinem Leben verändern? Da bist du bei uns richtig. Ich will es wissen und vielleicht ab und zu mal ein bisschen so nebenbei pipapo. Das ist für mich ehrlich gesagt kein Challenge. Ich brauche Challenge, jemanden aufzunehmen. In diesem Sinne, einen wunderschönen Abend. Ich wünsche euch eine schöne Woche und guten Start und alles Liebe der Welt, eure Nasila.